Ich möchte euch heute Crockett vorstellen. Das ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler. Mit mehr Ausrüstung kann man auch mit mehr Spielern spielen. Dazu komme ich aber auch nochmal später. Für normale Gartenspiele bekommt man es ungefähr ab 20 Euro im Internet. Ein richtiges Profi-Set kann aber auch schon mal bis zu 130 Euro kosten. Ich spiele es gerne im Garten. Es kann aber auch auf harten Sand gespielt werden. Am besten sollte es ein Untergrund sein, die man irgendwas reinstecken kann. Ich spiele es häufiger mit Freunden und Familie. Mir macht es auch immer recht viel Spaß und deswegen möchte ich euch das Spiel heute einmal vorstellen. Um zu spielen, benötigt man als Ausrüstung 4 Schläger, 2 Pfosten, U-förmige Drahtbügel und Bälle in 4 Farben. Die Schläger werden auch Mallets genannt. Wenn man mehr von ihnen hätte, dann könnte man natürlich auch mit mehr Leuten spielen. Allerdings bräuchte man natürlich auch mehr Bälle dann. 4 Spieler sind allerdings Standard. Es gibt noch 2 Pfosten mit farbigen Ringen. Sie bilden nachher Start und Ziel. Die Drahtbügel werden auch Hoops genannt. Je mehr man von den Drahtbügeln hat, desto länger dauert das Spiel, da die Strecke somit länger ist. Dann gibt es noch 4 Bälle. Sie haben immer die gleiche Anzahl an Schlägern. Das heißt, wenn man 4 Schläger hat, sollte man auch 4 Bälle haben. Sie gibt es dann auch in denselben Farben wie den Schlägern. Als Vorbereitung vor dem Spiel sollte man einen Pfosten an den Start stellen und den zweiten Pfosten an das Ziel. Dazwischen, zwischen diesen beiden Pfosten, das wird dann die Strecke. Mit den Drahtbügeln kann man dann zwischen diesen beiden Pfosten ganz individuell eine Strecke bauen. Es gibt dort eigentlich kaum Vorgaben. Man kann einfach ganz kreativ irgendwelche Figuren oder einfach irgendwelche Linien nachstellen. Ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele gezeichnet. Man kann zum Beispiel Achten, Kreise, Dreiecke, Zickzacklinien oder auch Buchstaben, wie hier zum Beispiel ein M, nehmen. Bei weiten Strecken kann man natürlich nicht ganz so gut Figuren machen. Außerdem kommt immer die Länge der Figur bzw. einfach der Strecke auf die Anzahl von Bügeln an. Bei wenigen Bügeln ist es etwas schwerer, kreative, mit vielen Kurven gebaute Strecken zu bauen. Bei mehr Bügeln geht das Spiel dann natürlich auch länger und es wird kreativer. Wenn man Steigungen im Garten oder auf der Fläche hat, kann man natürlich dann auch noch den Schwierigkeitsgrad erhöhen und bestimmte Bügel besonders schwer mit einer Steigung versehen. Gestartet wird dann immer in der Reihenfolge der Farben an den Pfosten. In dem Beispiel, was ich eben gezeigt hatte, würde dann der Spieler mit der schwarzen Farbe anfangen. Danach kommt Blau, dann Gelb und als letztes kommt der rote Spieler. Die Kugel wird ungefähr 25 cm vor den Startpunkt gelegt. Allerdings muss das nicht ganz so genau sein. Man schlägt die Kugel mit dem unteren Teil des Schlägers. Allerdings muss dieser gerade sein und nicht quer. In dieser Zeichnung wird das nochmal ein bisschen verdeutlicht. Im ersten Schlag muss die Kugel das erste Tor passieren. Wenn man dies allerdings nicht schafft, wird die Kugel dort liegen gelassen, wo sie ist, und der nächste Spieler ist dran. Wenn man ein Tor passiert, spielt man so lange weiter, wie man Erfolg hat. Das bedeutet, dass weitere Tore passiert werden. Dann gibt es noch das Krokettieren. Beim Krokettieren kann ein Spieler versuchen, einen Ball eines anderen Spielers zu berühren. Wenn er das schafft, hat er 2 Möglichkeiten. Er legt seinen Ball zur Seite und darf den getroffenen Ball beiseite schlagen. Die andere Möglichkeit ist, dass er seinen Ball an der Position lässt, dafür aber 2 weitere Schläge erhält. Man kann so lange krokettieren, wie man Erfolg hat. Wenn man 5 Schläge hintereinander es schafft zu krokettieren, ist das auch in Ordnung. Man muss allerdings darauf achten, dass man nicht zweimal denselben Ball, also von demselben Gegner, hintereinander krokettiert. Bälle, die noch nicht die ersten 3 Tore passiert haben, dürfen nicht krokettiert werden. Das Ziel des Spiels ist, alle Tore in der richtigen Reihenfolge zu passieren. Nachdem man das geschafft hat, muss man mit dem Ball den Zielpfosten berühren. Wer das als erstes geschafft hat, hat gewonnen. Wenn man sich übrigens nicht an die Reihenfolge der Tore hält, muss man wieder zurück an den Platz von dem Schlag, mit dem man das Tor passiert hat. Ich habe hier jetzt mal ein Beispiel von einem Spielablauf gezeichnet, um es noch besser verstehen zu können. Es gibt 2 Spieler. Spieler 1 hat die Farbe Schwarz und Spieler 2 hat die Farbe Blau. Sie haben schon eine Strecke aufgebaut und fangen nun an.
Ich nehme hier auch wieder mein Beispiel. Spieler 1 mit der Farbe Schwarz fängt an. Er startet 25 cm entfernt vom Startpfosten, schafft beim ersten Schlag allerdings nicht, das erste Tor zu treffen. Dann kommt der zweite Spieler, da der erste keinen Erfolg hatte, und passiert das erste Tor. Sein zweiter Schlag geht am zweiten Tor vorbei. Der erste Spieler kommt durch das erste Tor. Sein nächster Schlag bleibt kurz vor dem zweiten Tor liegen. Spieler 2 schlägt jetzt allerdings an der Kugel vorbei, was auch mal passieren kann. Er darf seinen Schlag einfach wiederholen. Hierbei durchquert er Tor 2. Sein Schlag danach rollt nah an ein falsches Tor heran. Spieler 1 passiert Tor 2 und schafft es auch durch das dritte Tor. Spieler 2 vertut sich allerdings mit dem richtigen Tor und schlägt den Ball durch ein falsches Tor. Der Ball wird wieder in die Position vor dem Schlag gelegt. Danach ist wieder Spieler 1 dran. Der erste Spieler schafft es mit seinem Schlag sehr nah an das vierte Tor heran, kommt allerdings nicht hindurch. Spieler 2 schlägt durch das dritte Tor und krokettiert in einem Schlag auch den ersten Spieler. Er durfte auch schon krokettieren, da die Bälle die ersten drei Tore durchquert hatten. Er entscheidet sich dafür, seinen Ball zur Seite zu legen, dafür aber den Ball seines Gegners wegzuschlagen. Sein Schlag danach durchquert allerdings nicht das vierte Tor. Der erste Spieler schlägt mit seinem nächsten Schlag sich wieder in die Richtung von Spieler 2. Und so geht es immer so weiter, bis Spieler 1 kurz vor dem Zielpfosten angekommen ist. Nun schlägt er seinen Ball gegen den Pfosten und hat damit gewonnen. Das war jetzt nur ein Beispiel für einen Spielablauf, aber vielleicht sind euch jetzt ein paar Dinge klar geworden. Ich hoffe, ihr habt meine Erklärung verstanden und vielleicht wollt ihr es ja auch mal ausprobieren.